called film. Whoa. Little pieces what of time. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Und damit herzlich willkommen zu Life is Strange Episode 2. Ja, viel hat sich getan in Episode 1 und ich freue mich schon auf Episode 2 und ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. So, ich bin mal ruhig. Wir dösen noch ein bisschen. Na los, Max, aufstehen. Being a superhero is dirty work. I need a shower. Ja, das würde ich auch sagen. So. Ist schon irgendwie niedlich, dieses Kükenhemd, dieses T-Shirt mit den Küken drauf. So, wir haben zwei Nachrichten bekommen. Ich glaube, hier war das. So, da haben wir schon. So, einmal von Mama. Wo waren wir? Da unten. Hey, Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten. Aber ertränk sie auch nicht, Mama. Ja, die Pflanze haben wir ja gestern gegossen. Also gestern, letzte Episode, weil gestern ist ja jetzt ein Tag später. Die brauchen nicht so viel Wasser. So, was haben wir denn hier? Alter. Was hat die denn alles geschrieben? Guckt euch das mal an. Ah, da geht's los. So. Bist du da, Hippie? Was ist mit dem verfluchten Schnee? Was ist mit deiner Kraft? Oder bist du in der Zeit zurück und hast es herausbekommen? So weit kann ich noch nicht zurück, Schlaumeier. Und ich brauche deine Hilfe. Wie du Stiefdöde gesagt hast, es sei dein Gras. Im Ernst, wir müssen reden. Oder wir fressen uns in zwei... Achso, im Two Welts voll. Bist eingeladen. In zwei Welts. Hey, du hast zwei Wahlen. Okay. Okay, Untergebene sind nützlich. Muss los, Chef. Auf zum Frühstück. Ist Mad Max da? Wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis. Guck gleich nächste Emoji. In 40 Minuten im Diner. Werde da sein. Verspäte dich nicht. Oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich. Bekiff dich nicht so Entschuldigung. Bekiff dich nicht so sehr wie gestern in meinem Zimmer. Auf dem Weg.
Du bist fies. 40 Minuten oder sonst. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Ach, schön. Schön. So, was haben wir denn hier? Whoa. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Wieso Zombie-Visage? Ich finde die niedlich. So verschlafen. Ja, wir haben es ja schon angesehen. So, wollen wir mal... Oh, Handy. Wir benutzen es mal. Ah, ach so, okay. Ja, nice. Das habe ich auch noch nicht gewusst. So, die Decke. Ja, machen wir mal das Bett fertig. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Jo, Schublade. Haben wir da was anderes drin? Ich hoffe. It will be fun to get some peeps together and play a real game, instead of drama games. Mystik, Zauberdreieck. 159 Karten. Kartenspiel. So, was haben wir da noch? Ach, das war die Schublade. Ja. Komm, machen wir mal die Musik aus. Ich weiß nicht, ob die GEMA frei ist. So, das Regal hatten wir. Die Fotos hatten wir auch gehabt. Ja, das hatten wir alles gehabt. Ach, wir machen mal ein Selfie. No smiling. Take your power seriously. Okay, schräges Bild. So, was macht die Pflanze? Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Echt jetzt? Das Gestrüpp heißt Lisa. So, was haben wir denn hier? Ein Buch. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Gut, ich nehme es zurück. Es sind Bücher. Was ist das? I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. So, Gitarre spielen wir mal nicht jetzt so früh am Morgen. Kleider haben wir auch schon gesehen. Tagebuch brauchen wir auch nicht, das hatten wir ja auch gerade. Oh, Stundenplan, mal gucken. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Ach du Schande, voller Plan. Montag Geschichte, Algebra, Übung zur Mathematik, Sprache der Fotografie, Dienstag Sprache der Fotografie, Übungen zu Naturwissenschaften und Medienwissenschaft, Mittwoch Geschichte, Algebra, Übungen zur Fotografie, Zeichnen nach Modell, Donnerstag die Kunst der Wissenschaft, Übung zu Medien, Sprache der Fotografie und Freitag haben wir Sport, Übungen zur Musik und Kulturanthropologie. Ja. Schön, dass man nur einmal hier Mathe hat, und zwar Montag. Das war bei mir noch ganz anders. Wirklich, ganz anders. Und ich habe Mathe gehasst. So, wir sollen das Ding hier nehmen, schätze ich mal. Okay, Max, ja. Let's hit the showers now. Okay, auf zum Orkus. Oder gibt es hier einen extra Duschraum? Gordon, seriously? Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Okay. Ja, wollen wir gucken. Wo hatten wir schon? Hier auch alles in Ordnung. Können wir hier in das Zimmer rein? Klopfen. No Brooke here. Natürlich nicht. So, oh, Victoria, können wir hier klopfen? Fine, I won't disturb you. Ich weiß, dass du da bist. Komm da raus! So, Anschlagbrett, das hatten wir ja alle schon. We'll bang for God. Alter. Leute, muss das sein? The marks of Satan. Echt jetzt? Also grob übersetzt will Sex für Gott. Alter. So, wir entfernen das mal.
Ich finde, wir stehen mal auf Kates Seite. Wir klopfen mal an bei ihr, ob sie da ist. Kate is an early bird. She might be up and gone. Ja. Was ist hier passiert? Hier ist doch gerade was passiert. Au! Oh Gott, die Arme. Ah. Okay, es ist schon fies, aber doch schon irgendwie witzig. Das tut mir voll leid, aber ach, das erinnert mich an meine Schulzeit. Hab nichts gesagt, Verzeihung. So, wir wollen ihr mal helfen. Pass auf, wir helfen ihr erstmal. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Aber bitte keine Urstände. Oder Ursache, Umstände, keine Ahnung. Ich habe es nicht so mit der Freundlichkeit. So, Bang for God, das machen wir mal weg. So, mal schnell ein Wässerchen trinken. Mir hat Durst. So, können wir jetzt noch sprechen? Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Ehrlich und täglich grüßt das Murmeltier. Ich liebe den Film. Ich mag den. Zurück in die Zukunft. Looper sagt mir jetzt gar nichts. Sci-Fi hört. Zurück in die Zukunft ist auch kein Sci-Fi, oder? Ich nehme einfach mal Looper. Looper was very cool. Seriously, plays with your mind. I'm still trying to figure it out. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Okay. Wir haben ja auch gesehen, Warren wollte sie letztes Mal umarmen und sie hat das einfach mal gekonnt ignoriert. Und wir haben hier ein Poster mit einem Reh drauf. Gucken wir uns das doch mal an. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Ja, das ist natürlich wahr. So, was haben wir hier? Wir mal gehen. Oh, da ist aber wohl wer. Moin. Ach, lass die Musik. Oh, da drüben, wir wollen Musik hören. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Da haben wir auch schon Dana. So geht das also in einem Studentinnenwohnheim ab. Ich wollte früher immer hier rein und. Also nicht hier rein, sondern. Ihr wisst es. Ihr wisst, was ich meine. Man wollte halt öfters immer mal bei den Mädchen da. Ja, also, vergessen wir das. Vergessen wir es. Ich habe nie von gesprochen. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Ja. Inlineskates. Kenn ich auch. Ich meine, stellt mich mal auf zwei Bretter drauf im Winter. Ihr werdet was zu lachen haben. So, ansehen. Warum sollen wir sie ansehen? Das ist doch keine Tänzerin. Wir sprechen mal mit ihr. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Tja. Frage ist, sie will ja nicht zur Party. Aber ich weiß auch nicht, warum das mit der Party hier so an die große Glocke gehangen wird. Kommen wir da noch hin? Müssen wir da hin? Oder ich weiß es nicht.
Ich will sie jetzt aber auch nicht enttäuschen. Ich sag einfach mal, warum nicht. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Okay. Ja, das war jetzt Dana. Sie scheint auch... Oh, was ist das? This is both sad and pathetic. Oh Mann, wir schnüffeln wirklich überall rum. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Logan. Hatten wir das nicht schon? Ich meinte, das hätten wir schon. War mir jetzt aber unsicher. Naja, haben wir es halt nochmal. So. Juliet. Ich glaube, das hat keinen Zweck. Sie steht nämlich hier. Hallo, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Kate, was haben die nur schon wieder mit Kate? Die ist doch schon deprimiert genug. Nicht cool. That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Bist du sicher? Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Okay, also wir können hier tatsächlich was bewirken. Und ich finde auch tatsächlich, die Kate, ihr wisst es ja selber, sie ist eher so das stille Mauerblümchen und mit ihrem Religionskreis, die macht man ganz bestimmt nicht mit einem ganzen Club rum. Also mal im Ernst jetzt. Denken die denn hier überhaupt nicht nach? Und so können die Medien einen tatsächlich das Leben versauen oder richtig beschweren. Entschuldigt meine harten Worte, aber es ist nun mal so. Ich meine, ihr seht es ja selber. Stellt mal auf Fatzebook irgendwas über wen rein, Verleumdung war oder nicht, aber ein paar tausend andere finden das witzig und schon geht das los und du bist ganz weit im Keller. Also vorsichtig mit Gesichtsbuch. So, wer war das nochmal? Keine Ahnung. Wir sprechen einfach mal mit ihr. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Wir fragen sie mal nach Schnee. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Nee, noch nicht. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Also es kommt mir doch tatsächlich vor, als wenn die Max hier überhaupt nichts von Warren wissen will. Er ist ein Freund. Ja, das sagt doch schon alles. Und wir haben noch nicht mal Schuhe an, wie ich das gerade sehe. Shower's open. Ja, gehen wir einfach mal rein hier. Hey, Kate. Hey, Kate. How are you doing? Verzeihung. I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Die arme Kate. Wird das denn nie aufhören? Was haben wir denn hier? Hole to another universe. Loch zu einem anderen Universum. Okay, ich will nicht weiter drauf reingehen. Universum.
Universum, Alter. So, was haben wir denn hier? I'm good to flow. Thanks. Ist das ekelhaft? Ah! Ich lass es lieber laufen, alter Schwede. Ja, das Poster kennen wir ja auch noch von draußen. Hier ist anscheinend besetzt. Da ist besetzt. Können wir hier auch rein? Out of order. Gut, also wir müssen schon hier rein. Ja. Will ich so Badelatschen anziehen oder sowas? Oh, die Arme. What's up, Kate? Oh nein. School. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Lass die doch in Ruhe. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Oh nein, wer hier wohl die Schlampe ist? I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. Wer ist denn hier die Schlampe, ha? Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Das ist einfach ein Missstück, diese Victoria. Ehrlich. Warum? Sie hat doch alles. Sie hat doch alles. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Biatch? Also wirklich, richtige Schlampen oder Missstücke sind das. Echt jetzt? Und da finden die auch noch witzig. Sie macht sich drüber lustig und die andere alte, diese blöde, ich sag jetzt mal blöde Else, die fühlt sich dadurch stark, weil sie was gemacht hat, weil jemand drüber gegafft hat. Ehrlich jetzt. Was soll das? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so gemein mit der Kate, was die da machen. Wer ist überhaupt hier drüben drin? I better get dressed and go give back Kate's book. Ja. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Hm. Wir machen's mal weg. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Das ist wirklich so gemein. Rachel is a whore. Alter. Ehrlich, das kann doch auch nur wieder Victoria hingeschrieben haben. Echt jetzt. Es würde mich nicht wundern, wenn die Rachel durch Victoria auch dementsprechend gemobbt wurde und sich halt was angetan hat, würde mich überhaupt nicht wundern. Und wenn das gleiche jetzt auch mit Kate passiert, diese Victoria hat sie nicht mal alle. So. Wollen wir mal zurückgehen. Gucken, ob wir mit Kate mal sprechen können. War das nicht hier? Kate? Kitty Kate? Da. I need to get dressed before I go there. Echt? Vorhin konntest du so klopfen und jetzt geht das nicht mehr. Look at me. I'm Max Selfie. Echt. 100 pro Victoria. Mieses Biest. Ich mag die Victoria nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Two can play at this game, Moriarty. They might not believe it, but they won't be sure. Ja. Wollen wir uns mal anziehen? Oder Max anziehen lassen? Ich guck auch weg. Oh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up?
After I find Kate's book. Oh nein, wer hat denn hier rumgewühlt? Rumgeschmiert, da. Hallo? Kann die Fotos nicht angucken. Doch jetzt. Man, this could almost be art, if it wasn't so fucking sick and disturbed. Alter, das ist krank. Wer macht denn sowas? Nobody messes with me, bitch. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Ja. Das war bestimmt dieser Prescott-Fuzzi. Und wir hätten wirklich nicht zum Rektor gehen sollen. Wir haben jetzt nämlich ein arges Problem am Hals, wie ich finde. Hätten wir bloß nicht machen sollen. Naja, wollen wir uns erstmal anziehen. Wir drehen Maybe uns um. I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Ja, richtig. Einstein hat jeden Tag das gleiche getragen. Warum? Es war ihm egal. Ach, wir können das wegpacken. So, jetzt hätten wir doch eigentlich einen Beweis in der Hand gegen den Prescott, wenn wir mal den Rektor holen würden. Aber wir gehen mal raus. Oder wisst ihr was? Wir gehen erst in der nächsten Folge raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Sagt euren Freunden Bescheid. Würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare rein. Ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen. Zumindest gebe ich mir Mühe, um das zu machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bei Life is Strange, Episode 2, Out of Time, euer Darkie.